Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute einen richtig leckeren Schweinekrustenbraten machen. Das Ganze vom Grill und, wenn wir Glück haben, sogar mit einer richtig mega mäßigen Plopkruste. Wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, ob das alles geklappt hat, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, mittlerweile sogar als PDF zum Download. Da stehen dann auch schon die Zutaten und die schauen wir uns an. Und wie man dann sehen kann, zutatentechnisch ist das Ganze heute ganz spartanisch aufgebaut. Wir haben hier unseren Hauptdarsteller, ca. 2 Kilo Schweinekrustenbraten, das natürlich mit Schwarte. Dann brauchen wir grobes Meersalz. Als Gewürz habe ich hier den Schweinebratenwürzer vom lieben Klaus. Dieser hier ist ohne Zucker und macht sich auf so einem Schweinebraten richtig, richtig gut. Alternativ dazu könnt ihr natürlich jeden Barbecue abnehmen, den ihr zu Hause habt. Oder ihr nehmt einfach nur Salz, Pfeffer, Senf, wie ihr das sonst macht. Dann haben wir die Zutaten so weiter durch. Viel machen müssen wir heute auch nicht. Wir fangen an, nehmen uns hier unser Fleisch hin, holen uns das zuerst einmal hier so aufs Brett. Starten wir mal jetzt damit, dass wir hier unsere Schwarte einschneiden. Die werden wir aber nicht wie gewöhnlich einschneiden, so dass wir Schachbrettmuster oder Rautenmuster haben, sondern wir werden einfach nur hier immer so der Länge nach, wie wir halt unsere Fleischscheiben nachher haben wollen, schneiden. Das heißt, wir gucken uns das Fleisch erstmal an und sehen dann hier auch schon, die Fasern verlaufen so. Das heißt, wenn ich so schneide, habe ich nachher das Problem, ich habe mit der Faser geschnitten und das Ganze könnte zäh wie Leder werden. Oder sonstiges. Deswegen schneiden wir jetzt unsere Schwarte in diese Richtung ein. Dann passt das nachher wieder und wir haben halt nicht das Problem, dass das Ganze zäh wird. Dazu nehmen wir uns natürlich jetzt ein scharfes Messer. Dann gucken wir, wie dick wollen wir die Scheiben haben. Ich denke mal, so ist das optimal. Dann gehen wir hier so durch und schneiden wirklich nur hier so die Schwarte ein. Und das machen wir jetzt, bis wir die ganze Schwarte eingeschnitten haben. Und die Dicke von euren Fleischscheiben, die bestimmt ihr natürlich selber, so wie ihr das haben möchtet. Aber ich denke mal, diese Stärke hier, die wäre optimal. Dann haben wir das soweit eingeschnitten. Da sollte er natürlich auch darauf achten, dass er nicht zu tief ins Fleisch kommt. Aber wir haben hier eine schöne, ordentliche Fettauflage. Von daher ist das so kein Problem, dass ihr da zu tief kommt. Jetzt nehmen wir erstmal das Gewürz, werden uns das Fleisch komplett von allen Seiten würzen. Dazu legen wir uns das aber nochmal hier in die Schale rein und dann fangen wir an und geben Stoff. Dann haben wir unsere Seiten vom Fleisch richtig schön heftig eingewürzt, sage ich mal. Also da muss richtig was drauf, damit wir nachher gescheit Geschmack haben. Jetzt nehmen wir im nächsten Gang unser Salz, machen erstmal ein bisschen was hier in die Schale rein. Reicht, wenn der Boden ganz leicht damit ausgekleidet ist. Dann können wir schon mal ein bisschen was neben hier oben drauf legen und das dann hier so schön verreiben. Auch schön in die Ritzen rein. So, und wenn wir das gemacht haben, können wir uns das Stück Fleisch nehmen und legen das dann hier so schön mit der Schwarte auf das Salzbett. Dann können wir hier sauber machen. Wir stellen das jetzt erstmal so hier hin. Und die komplette Schale samt Fleisch stellen wir dann jetzt nochmal für so eine gute Stunde, ja, bis maximal 2 Stunden in den Kühlschrank. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass das Salz so ein bisschen die Chance hat, der Schwarte die Feuchtigkeit zu entziehen. Desto leichter ist es später, eine gescheite Kruste drauf zu bekommen. Aber das nehme ich jetzt, stelle es erstmal in den Kühlschrank und danach sehen wir uns wieder. Dann sind jetzt gut 1,5 Stunden rum. Das Fleisch habe ich rausgeholt. Das stellen wir uns jetzt hier vorne hin. Holen uns hier so eine Schwedenschale. Dann nehmen wir uns den Braten hier raus. Drehen uns den einmal hier so rum, dass der hier auf der Schale liegt. Und wie ihr dann sehen könnt hier, der hat richtig Feuchtigkeit gezogen. Viele sagen, sowas so zu machen wäre Schwachsinn. Das bräuchte man nicht. Die Schwarte ploppt auch so aus oder so auf. Das könnt ihr dann natürlich lassen, wenn ihr es nicht machen wollt. Dann machen wir hier so ein bisschen das Salz weg. Genauso wie hier von der Schwarte. Alles, was hier so überschüssig ist, reiben wir runter.
dann stellen wir das hier rüber, nehmen uns jetzt diese Schale hier und gehen damit an den Grill. Dann stehen wir am Grill. Heute nutzen wir wieder den Keramikgrill, meinen so Gambo. Kohlen sind auch schon an. Da nutze ich wie immer die Kohlen von Best Charcoal. Heute haben wir Weißeiche. Gibt es verschiedene Sorten. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu auch noch einen Rabattcode. Also wer die testen möchte, kann diesen Code gerne nutzen. Jetzt lassen wir den Grill aber erstmal auf gute 160 Grad kommen. Dann hat unser Grill die gewünschte Temperatur erreicht. Wir können auflegen. Dazu nehme ich mir dann hier wieder die komplette Schwedenwanne, stelle mir die hier schön mittig auf den Grill. Dann nehme ich noch ein bisschen Wasser, gebe das hier unten in die Schale rein. Danach Möglichkeit auch warmes nehmen, dass der Grill jetzt nicht so viel Energie verschwenden muss, um das Wasser zu erhitzen. Das hat einfach nur den Grund, dass das Ganze so ein bisschen feucht gehalten wird. Dann wird das Ganze soweit fertig verkabelt. Wir wollen eine Kerntemperatur von guten 65 Grad haben. Das aber nur fürs Erste. Denn wenn wir diese 65 Grad im Kern erreicht haben, kümmern wir uns um die Kruste. Laufen tut er jetzt, wie eben gesagt, 160 Grad, 180 sind auch okay. Also in dieser Range könnt ihr fahren, 160 bis 180 Grad. Und ich denke mal, so gute anderthalb Stunden wird das dauern. Aber wir lassen ihn jetzt einfach in Ruhe und werden zwischendurch einfach nur mal reinschauen. Knapp anderthalb Stunden sind jetzt rum und wir haben 65 Grad im Kern erreicht. Wir schauen mal rein. Und ich würde sagen, das sieht bis jetzt schon mal hervorragend aus. So ein bisschen Kruste haben wir schon, aber die werden wir jetzt noch vollenden. Dazu habe ich mir erstmal Handschuhe angezogen. Die guten von der Grillshow kann ich nur empfehlen. Dann nehmen wir hier unsere Schale samt Fleisch erstmal runter, stellen das Ganze beiseite. Und jetzt fangen wir an, unseren Grill umzubauen. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier das ganze Geweih raus, werde die Deflektorplatten rausmachen. Jetzt habe ich dann die Deflektoren rausgemacht. Jetzt mache ich unsere Roste alle wieder rein. Darauf kommt dann noch hier meine letzte Rosterhöhung, denn ich möchte von der Flamme so weit nach oben weg wie geht. Denn wir werden den Braten jetzt nehmen, wie ich das schon bei meinem Schweinebauch gemacht habe. Das Video ploppt hier oben auf, könnt ihr euch gerne angucken. Da ist die Kruste mega geworden. Wir werden ihn verkehrt rum mit der Schwarte hier drauflegen und gucken, dass das Ganze dann nochmal richtig schön aufploppt. Jetzt reiße ich aber erstmal die Riegel alle auf und gucke, dass er Temperatur kriegt. So, dann können wir uns jetzt den Braten nehmen und legen ihn, wie eben schon gesagt, so rum hier drauf. Dann machen wir schnell den Deckel zu und warten mal so gut 2 Minuten und dann gucken wir nochmal nach. Und auch die 2 Minuten sind rum. Oh ja, ich würde sagen, das sieht hervorragend aus. Jetzt fängt es langsam an schwarz zu werden. Ich denke mal, das sollte uns genügen. Deswegen haben wir den auch bei 65 Grad runtergenommen, weil wir dem jetzt nochmal richtig einen auf den Arsch geben, auf gut Deutsch. Und wenn wir ihn dann gleich runtergenommen haben, er hat geruht, hat er dann seine 67 Grad und die soll er dann auch im Endeffekt haben. So, jetzt werde ich noch einmal hier so ein bisschen spielen. Ihr könnt euch den dann immer verdrehen und gucken. Und klar, Flammenspiel ist natürlich auch dabei. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt runternehmen, damit uns das Ganze nicht zu schwarz wird, weil ich denke, so wie es jetzt hier ist, sieht das perfekt aus. Obwohl, hier die Seite können wir noch mal kurz. Und dann sehen wir uns oben am Tisch, wenn wir anschneiden. Dann ist es vollbracht. Unser Schweinekrustenbraten ist fertig. So schaut er aus. Und ihr könnt sehen, unsere Kruste hier oben, die ist megamäßig richtig schön aufgeploppt. Okay, ein paar dunkle Stellen hat er. Da muss man dann halt aufpassen. Aber das passiert. Jetzt machen wir einfach hier einen Mittelschnitt. Und ihr seht, wir können einfach so hier zwischengehen, weil wir unsere Schwarte natürlich so hier eingeritzt haben. Und jetzt gucken wir mal, wie er von innen aussieht. Alter! Also ich würde sagen, megamäßig. Saft läuft so hier raus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, so, ohne dass ich großartig drücke. Jetzt bringt es aber nichts. Ich werde mir jetzt hier so ein Scheibchen runterschneiden. Und wir werden es probieren. Oh, seht ihr, was das glänzt und was hier der Fleischsaft runterläuft? Boah, das ist der Hammer. So, jetzt wird aber gekostet.
Hier habe ich das Fleisch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, das tropft wie ein Kieslaster. Und das ist butterzart, das könnt ihr fast mit der Zunge zerdrücken. Saftig wie Sau. Das ist echt der Wahnsinn. Aber jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Unsere Kruste. Alter, die ist brutal geil. Nochmal Fleisch. Das ist einfach der Knaller. Schweinebraten ist ja was ganz Einfaches. Also so ein Schweinekrustenbraten. Man braucht nicht viel. Es ist wirklich schnell gemacht. Also wenn man jetzt die Vorbereitung sieht auf dem Grill, der macht es ja quasi fast alleine. Jetzt hat das gute anderthalb Stunden gedauert. Dann hinterher mit Trick 17, dem nochmal richtig einen auf die Schwarte zu geben. Habt ihr gesehen, da habt ihr sogar eine Gelinggarantie für die Kruste. Weil das habe ich schon bei meinem Schweinebauch gemacht. Das hat hervorragend geklappt. Und hierbei natürlich jetzt auch. Die ist echt mega geworden. Ich glaube, besser kann man so eine Kruste auch gar nicht hinkriegen. Einzige, was ihr da natürlich beachten müsst, wenn ihr es jetzt nicht so wie ich im Keramikgrill macht, sondern in der Kugel, da baut ihr euch natürlich dann auch so einen Turm, dann auf die direkte Hitze. Dasselbe könnt ihr natürlich auch im Gasgrill machen. Ihr müsst natürlich nur hoch genug kommen, damit nicht zu viel direkte Hitze ist, damit es uns verbrennt, weil der gewisse Abstand, die Hitze ist hoch genug und ihr seht, wir haben dann genau den Punkt an Zeit, den wir brauchen, um die Schwarte aufzuploppen. Und geschmacklich muss ich sagen, mega. Der Wrap, den wir dran gemacht haben, also den von Klaus, der ist wirklich super, super lecker. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wer ihn nicht kennt, testet den ruhig mal. Der ist komplett ohne Zucker. Macht sich an sowas richtig gut, weil die meisten Barbecue-Wraps, die sind ja voll Zucker. Und ja, wer es mag, ist okay. Aber an sowas finde ich das ja nicht so pralle. Aber wie auch anfangs schon gesagt, ihr könnt natürlich den Wrap nehmen, den ihr möchtet. Also macht das so nach. Schreibt mir in die Kommentare, ob es geklappt hat. Und natürlich, wie es euch geschmeckt hat. Und wir werden jetzt erstmal essen. Dann hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, so ein Schweinekrustenbraten ist kein großes Hexenwerk. Kann man wirklich mal auf die Schnelle machen. Klar, die Zubereitungszeit dauert dennoch mit zur Vorbereitung knapp 2 Stunden. Und wenn ihr dann noch den Trick 17 macht mit der Schwarte, dass ihr das über die direkte Hitze hängt, natürlich nicht zu nah, sondern weiter weg, dann habt ihr sogar noch eine Gelinggarantie für eine richtig mega geile Plopkruste. So, dann will ich auch gar nicht länger sabbeln. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür. Dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das klickt ihr an. Dann aktiviert ihr bitte auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und an alle die, die es noch nicht wissen, ich bin auch auf Instagram und Facebook unterwegs. Wer Lust hat, kann da auch gerne vorbeischauen. Die Links dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.